Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich habe die Aufnahmesession natürlich noch nicht ganz beendet, denn wir haben ja noch den Epilog und da wartet noch eine liebe Dame auf uns. Ja, Auszeichnung. Schließe das Spiel in maximal 6 Stunden ab. Das haben wir geschafft. Auszeichnung. Reise durch das Tor zur Erde. Beende das Spiel. Sehr schön. Und wir reisen jetzt gleich mal in den Epilog. The island was rocked by cataclysmic eruptions. I had to get my people to safety. But before I could accomplish that, I was knocked out. When I came to, I could find no trace of them. Cassandra, Ruinen der Hauptstadt. Denn wir spielen jetzt dann noch die liebe Cassandra. Du übernimmst nun die Rolle von Cassandra. Stadtbewohner gerettet, 0 von 5. Oh. Bellt aufgeregt. Der Hund scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Laut Hundemarke heißt er Ezekiel. Was haben wir hier? Das gehört Ruth. Es wurde zerstört. Ich hoffe, Ruth geht es gut. Ein Sack voll Erde. Ein Spielzeugschiffsmast. Oh, einen Moment, Leute. Oh, ja, ich musste gerade ein wenig niesen. Gut, das ist Ruths Boot. Oh nein. Das hatten wir doch erst repariert. Vulkanische Exhalation. Die Nebenkrater stoßen ununterbrochen brennende Gase aus. Kaputter Stuhl. Mit Beinen wäre das ein ziemlich hoher Stuhl. Im Schrank befindet sich vielleicht die beschlagnahmte Fracht. Das Wappen an der Tür ist kaputt. Keine Chance, ich sollte etwas anderes versuchen. Huch. Stabiler Ast. Das funktioniert auch nicht. Offensichtlich braucht man für den Mechanismus eine ganz bestimmte Plakette. Was haben wir hier? Die Schublade klemmt. Funktioniert nicht. Hier ist zum Beispiel ein Maiskolben. Er sollte die Erde auf seinen Schultern tragen. Dieser Ort wurde während des letzten Vulkanausbruchs evakuiert. Auf Anweisung der Könige muss dieses Gebiet aufgrund der Vulkanaktivität evakuiert werden. Die hier lebenden Personen sind angewiesen, sich unten am Hafen der Hauptstadt einzufinden. Joe Wright wird allen dabei helfen, zum Festland zu gelangen. Hallo? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier ihm den Stock schenken. Oh. Oh ja, ein neues Sonderscreenshot-Ding. Das ist doch cool. Wo ist denn meine Screenshot-Taste? Da. Aufgeregtes Bellen. Ezekiel schüttelt sich und kuschelt sich dankbar an dich. Stadtbewohner. Ach, das war ein Stadtbewohner. Konnte ich das nochmal einsetzen? Musste ich da nicht... Hundemarke. Muss ich die hier einsetzen? Ja. Ach, ist das schön hier. Gehen wir mal ins Wäldchen. Oh. Die sehen dann nicht so schön aus. Der Junge ist in Gefahr. Ich muss ihn irgendwie retten. Hier ist ein Globus. Und das kann nur dem Jungen gehören. Es fehlen zwei Plaketten. Kann man nicht verhindern, dass sich der Deckel der Kannenpflanze vorzeitig schließt? Ja, kann man. Voller Öl, leicht entzündlich. Aber wir können hier nochmal dem Mann das geben. Und einen Schlüssel. Kann man damit die Schublade aufmachen? Nein. Das können wir auch nicht. Die Luchse haben den Baum umstellt. Was haben wir da? Die Wurzeln sind zu kräftig. Ich kann nicht erkennen, was darunter ist. Ja, Stacheltiger, komm. Ein Stuhlbein. 1 von 4. Das ist aber ein dicker Haufen Erde. Ich wette, daran ist etwas versteckt. Kreuzung. Zerfetzte Fahne. Wenn mir jemand hilft, können wir daraus nützliche Stoffstreifen machen. Alter Karren. Au, die Klinge ist aber scharf.
Dieses Wassergefäß war einst wunderschön. Jetzt hat es leider überall Löcher. Oh, da ist noch ein Maiskolben. Wegweiser. Noch ein Stuhlbein. Der linke Weg führt zum Hafen der Hauptstadt. Rechts geht zum Fischmarkt. Das sind extrem giftige Ranken. Denen möchte ich lieber nicht zu nahe kommen. Marktruinen. Die Insel bricht auseinander. Ich muss Los erreichen, bevor es zu spät ist. Los auf der anderen Seite dieser gewaltigen Felsen. Ist da was drin? Die Baumhöhle ist zu hoch, da komme ich nicht heran. Oh, ein Schwein. Das fette Schwein sitzt auf irgendetwas. Das lässt sich wohl niemals zum Aufstehen bewegen. Waffenschrank. Ein Waffenschrank, sicher verschlossen von ehemaligen Soldaten der Hauptstadt. Kann ich hier schon... Ach so, ich muss das finden. Oder einsetzen? Stelle alle Waffen zurück in den Schrank. Ja, was hatte ich denn gerade vor? Ach so. Das konnte man ja nicht sofort erkennen, dass man das so umschalten muss. Passt das denn jetzt hier nirgendwo rein? Ach, da. Das kommt dahin. Das eventuell da? Nein. Das da. Die kommt dahin. Da. Dieses da. Dort hinein. Das kommt dahin. Das sieht so aus, als würde es dahin gehören. Das kommt dahin. Hier ist der Grüne. Der möchte gerne dahin. Der Rote will da nicht hin. Da auch nicht, sondern hier. Nein. Da. Dort und dort. Geschafft. Und zum Vorschein kommt eine Medaille und eine Armbrust, die nicht geladen ist. Die Armbrust wirkt immer noch stabil. Es fehlen nur Pfeile und eine, wenn Bolzen, Pfeile und eine Bogensehne, um sie zu benutzen. Ich muss Pfeile schnitzen, sie ölen und dann anzünden. Hier ist noch ein Maiskolben. Ein Pfeilständer, leider ist keiner der Pfeile benutzbar. Ah, die Luchse fürchten sich vor Feuer. Ein Rehkopf mit einem Blumenemblem. Für ein totes Reh hat es aber immer noch einen festen Biss. Wer ist er? Soll wohl die prächtige Rüstung der Hauptstadt sein, ist aber ganz schön minimalistisch. Also hier ist klar. Ach, hier kann ich dem das geben. So, gib mir das Stuhlbein. Irgendwas soll ich noch machen können. Okay.
muss die Dorfbewohner hinunter zum Hafen bringen, aber erst muss ich sie finden. Aber was soll ich denn hier noch machen? Im Schrank befindet sich vielleicht blablabla, das Wappen an der Tür ist kaputt. Ach hier, das Blumenemblem. Einen Brieföffner. Ah, dann kann ich hier bestimmt das mit aufmachen. Ja. Eine Bogensehne. Sehr schön. Brieföffner. Kann ich damit immer noch was machen? Hier ist ja noch die Klinge. Dieses Wassergefäß war einst wunderschön. Jetzt hat es aber überall Löcher. Ja, sonst vergiftet er sich. Entschuldigung. Ah, hier ist noch was. Eine Kelle. Da muss ich nur genau umgucken. Die Laternenabdeckung klemmt. Leider kein Öl. Immer noch was. Was kann ich denn hier noch machen? Kräftige Schilfhalme zur Herstellung von Waffen. Wenn ich sie abschneide, kann ich... Ja. Immer noch was. Jetzt reicht's aber auch langsam mal, ne? Hab ich hier irgendwie ein Stuhlbein oder so übersehen? Überall kann ich noch was machen, nur ich weiß nicht was. Kelle, kann ich irgendwas ausgraben? Ich hole mir mal einen Tipp. Gehe zu Wachturm. Ach, die Bogensehne oder was? Ah, ich dachte, ich muss erst Pfeile machen. Muss ich das auch? Ja. Jetzt brauche ich noch Federn. Die habe ich ja auch noch nicht. Kreuzung. Ach, zerfetze die Fahne. Ich stehe im Unterlaufschlauch. Ich mache jetzt auch gleich eine Aufnahmepause. Stoffstreifen. Ich möchte die Jungen nicht aus Versehen treffen. Ich muss die Loks irgendwie anders verjagen. Du könntest ja auch mal ein bisschen zielen, ne? Bist du nicht die wunderbare Cassandra? Da kann ich noch nichts machen, aber hier hängt noch was. Okay. Ein Fallständer. Sind aber immer noch nicht fertig. Kann ich irgendwie schnitzen? Nee. Hinweis, gehe zum Aussichtspunkt. Ja, es wurde aber kaputt gemacht. Was kann ich denn damit machen? Ach, da ist was zum Graben. Mann, da achtet man immer gar nicht mehr drauf, aber... So. Jetzt können wir hier oben reingucken. Heilige. Muss ich jetzt gleiche Paare finden? Ja. So, so.
beiden können wir nehmen, die beiden nicht. Anscheinend nicht. Ach du Heilige, ich kann auch noch wechseln. Hier, nein, nein, nein. Holy, die beiden. Die beiden. Die sehen nicht so gleich aus, aber die. Die auch. Ja, die dann nicht. Ne, die sehen wirklich unterschiedlich aus. Und die anscheinend auch. Aber die beiden nicht. Die. Die beiden. Muss ich gar nicht so verstecken. Ich finde dich trotzdem. Packten auch so viele Federn hier rein. Hm? Das geht ja mal gar nicht. So. Ja, weg, weg. So. Die beiden. Und die Federn. So, Leute, aber jetzt mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Ich bedanke mich wieder fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann, ciao.